Oder oh, ach, das sind die kleinen Eisbären. Oh, das sind sie jetzt gewachsen. Dann ist das hier die Mutter. Ach, dann haben die den Ball. Kann die nennen? Oh, Arthur, der spielt mit dem Ball. Ah, der große. Wow. Der hat ihn so runter und das hat dann. Oh, das hat aber nicht. Der spitzt aber der Eisbär. Dieser Eisbär spitzt da, gell? Da ist das ganz was von ihm und der Ball schwimmt immer. Gell? Oh, Berg! Das ist doch voll, ne? Da ist der Tschitschke drauf. Der Ball ist jetzt auch reingetoppt. Und nochmal! Nicht hier kaputt. Jetzt hat der sich voll. Und da ist er. Und da ist er. Ganz elegante Figuren macht das. Gefällt mir wohl. Ja, richtig. Inzwischen schon groß geworden und ja, als ich das letzte Mal hier war, wollten die nicht ins Wasser. Das war also so ein halbes Jahr, ja. Letztes Jahr sind sie ja geboren und die ist da oben. Ja. Der Vater weiß ich nicht, wo der ist. Vielleicht ist er weiter vorne. Ja. Aber den Vater haben sie ja die Prüfung gehabt. Aber jetzt gehen sie gerne. Guck sie mal das und an. Und wie, genau. Ja, bei Siehst du, Adi, das ist schon mal anders. Aber eine der Eichbären kommt von hier, der Rafen hat den gesagt. Hier der Krähe hat den gesagt. Geht das da mit dem Filmen oder so? Dann gehen wir wieder zu die Eisbären. Also bis 16:30 bleibe ich. Nela. Nela und Nobby. Und die Mutter heißt Giovanna. Ja. Und der Vater? Ich gehe jetzt dann als Tourguide. Und wie heißt der Herr Papa? Jogi. Yogi! Der im Dschungel geht. Ah ja. Also heute bin ich gebildet, danke. Ich sehe schon, das war jetzt gut. Ich bewerfe mich eh jetzt dann beim Viertag, aber ich denke, ach so, ja. Solange Sie keinen Eintritt von mir verlangen. 400 Euro Job. Ich muss noch Geld verdienen. Hat die neulich gesagt, ich soll eine Initiativbewerbung machen. Ach, okay. Aber nur ein oder zwei Tage. Also, das kann ich hier gar nicht so viel schwimmen. Also, ich schwimme immer, wenn ich komme, ich schwimme. Ach, da ist die Madame.
Du musst auch mal ins Wasser, das ist ein bisschen dreckig. Das ist der Mode. Ach, das ist er. Und das ist Leider ist und wurde an oh, woran so hat es erkannt? Ja, weil in dem im Wasser ist die Mutter. Das ist die Große, die spaltet sich nicht sofort. Echt? Hm. Vielleicht jetzt auch einen Sohn dich unterhalten können. Nicht? Also gut. Ich kenne sie auch mittlerweile schon mal. Ach so, ah ja. Der ist immer faul. Ja, faul. Dreckert. Sollte man ins Wasser gehen. Dreckert und faul. Lobby der Powerball. Die Männer sind singen, an denen ist er im Spiel. Schön. Du musst drum. Ja. Also, der eine, das sind ja zwei Junge und Mutter. Er ruckelt sein Buckel. Die sind süß, gell? Mit einem großen Ball, gell? Nein, das ist ein Baby. Ja. Der Papa. Das ist die Mama, schau. Ganz hinten ist noch ein kleiner. Ja? Die zwei Wrestling-Damen. Wrestling. Was ist das Wrestling? Schauen wir. Kampfhähninnen. Die wird man immer langsam lassen, Kinder. Die werden sie beißen. Ja. Da haben sie drei drin, ja. Aber nur das Sogel ist interessant.
Was ist das so groß wird nicht? Da. Jetzt ist es früh. Ausgewachsen, gell? Was ist denn? Was wird dir? Ist das Nina? Ja, das wird nicht. Wow! Platsch! Dann auf deine Fotos. Auf Facebook. Können Sie die jetzt bitte kommen, die Bilder? Schaut ja so geil aus. Was, wenn sie mich ans Gitter locken? Du kannst auf deine Freundin warten. Ja. Ja.
Es gibt nichts reinwerfen. Das ist nein. Das macht gar keiner. Es ist halt immer so, wo man. Achso, Entschuldigung. Gut, Sie sehen, ja. Sie sehen mich strahlen. Weil ich habe nur gelesen, dass er. Ja, mein, der hat was aufgeschnappt, das passiert. Das steht natürlich in einer Bildzeitung immer noch dramatischer drin. Oder in einer. Mit dem Kinderwagen, oh. Da ist es enger. Ich muss zwar nicht auf die Gänge machen. Es läuft und läuft und läuft. Zeig uns die Ich brauche schon mal mit Max den Start. Was, wenn er so schnauft, dann hilft er was. Stell dich doch mal hinterher zu um. Hopp! Ah, nee. Oh. Uhr 30 gibt's vorne bei den Eisbären, in der Tundra-Anlage ein Eisbären-Talk. Was muss man sich darunter vorstellen? Auf alle Fälle, ich sag's gleich dazu, keine Fütterung, sondern ich möchte Ihnen ein bisschen etwas über unsere Eisbären, auch über den Eisbärenmann erzählen, der ja wieder da ist, über die Kinder, über das Futter, über die Anlage und vieles mehr. Wer Interesse hat, um 15.30 Uhr bei den Eisbären, bei dieser Unterwassereinsicht. Ansonsten bedanke ich mich jetzt schon für Ihre Aufmerksamkeit, aber jetzt gehe ich mal füttern, gell?